Tada! Verzaubern. Vor allem mit den Nerven. Ja, gut, das sowieso. Leni von A nach B bringen ist ja ein Moment. Ja. Warum lese ich mir die Texte nicht erst durch, bevor ich sie dann laut vorlese? Das zählt als Lieferung, nicht als Taxifahrer. Das Argument ist aber jetzt an sich gar nicht so schlecht. Geht halt nur gegen mich, das ist Ober. Das erklärt aber auch, warum du immer so viel beim Taxi bezahlst, weil du halt als Sperrgut giltst. Gegenüber Größe. Ah. Ja, das kann sein. Nee, Moment, beim Taxi zahle ich doch nicht so viel. Hatten wir doch gerade festgestellt. Engel Kitty hat gerade geschrieben, ich habe mir den Text nicht mal sogar durchgelesen. Ich lese ihn trotzdem vor. Juki, ich glaube, wir müssen mal Veni im Keller einsperren und holen ihn dann raus, wenn er nicht mehr kommentieren muss. Nee, ja, das haben wir den Kühlschrank. Ich wusste ganz genau, dass was mit dem Kühlschrank von dir kommt. Ich war nur verwirrt, weil andersrum macht es auch eigentlich mehr Sinn, dass ich rausgelassen werde, wenn ich kommentieren muss. Aber ich sehe eine Überblende. Das heißt, ich muss auch mal überblenden. Ja. Ja, für dich und nicht gegen dich. Das ist ja cool. Rabbi, ich will gar nicht wissen, wie du klingst, wenn du gegen mich bist. Egal. Ja, Sonic the Hedgehog Classic Boss Shuffler. Weiß nicht hundertprozentig, was uns erwartet. Ist im Endeffekt auch ein Showcase, wollte ich gerade sagen. Aber da stand jetzt bei der Kategorie irgendwas anderes, ne? Ja, okay. Any person, no background layers steht bei mir jetzt hier als Kategorie, hä? War doch vorher noch nicht drin, oder? Doch. Echt? Okay, ja gut. Ich habe einfach nur das Game eingetragen. Ja gut, egal, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was man ist. Na gut, ich kann es mir irgendwie denken. Also nur Background Layers. Man kann halt in Emulatoren so die einzelnen Layer im Spiel ausschalten. Also weiß ich, die Sprites und die vorderen Grafiken, also die vorderen Layer, die hinteren Layer, also Background. Und aus irgendeinem Grund werden wahrscheinlich die Background Layer ausgestellt. Ich weiß jetzt noch nicht warum, aber scheinbar ist es so. Ja, auf jeden Fall eine gute Nacht. Viel Spaß im Lurk. Und anscheinend wird jedes Mal, wenn $25 gespendet werden, das Shirt gewechselt. Wie genau, kann ich nicht sagen. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Ich überlasse jetzt jedenfalls Veni erstmal das Feld, weil ich werde jetzt essen. Okay. Bestimmt $25 Shirt Percent. Könnte das heißen? Vielleicht kriegt er auch einfach für jeweils $25 ein zusätzliches Shirt an. Ich glaube nicht, dass sie da das Shirt wechseln werden. Naja, werden wir sehen. Irgendwas wird da schon passieren und wir schauen mal. So, hier gibt es ein paar Einstellungen. Boss Rush on, weil wir Boss Rush machen wollen, wie im Titel schon steht. Ja, neuen Boss Rush starten, logischerweise. Ist noch irgendwas wichtig? Also, ja, Boss Order Random. Habe ich da Boss Counter Unlimited gesehen? Heißt das, dass wir... Also entweder heißt das, dass wir unendlich viele Bosse haben oder dass wir einfach so lange weitermachen, bis alle Bosse einmal besiegt worden sind. Weiß ich nicht. Order Seed is hidden. Also Big John weiß selber nicht, welcher Boss als nächstes dann kommen wird. Ja, dann gibt es hier noch ein paar andere Einstellungen. Das macht er jetzt gerade viel zu schnell, da komme ich eh nicht hinterher. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen, was jetzt passiert. Angelic Island, Zone 1. Oh, okay. Jetzt sehen wir, was No Background Layer genau bedeutet. Also im Grunde das, was ich auch vermutet hatte. Wir sehen den Background Layer nicht. Das Problem ist, wie man eben ganz gut gesehen hat, es gibt einige Plattformen und dergleichen, auf denen wir stehen können, die aber auch zum Background Layer gehören. Zum Beispiel Loopings. Da müssen wir quasi blind durch. Oh, wow. Müssen wir die Bosse immer nur einmal treffen? Dann geht es direkt im nächsten Boss. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen? Gut, müssen wir mal drauf achten. Aber auf alle Fälle, ja, war das der Boss von Angelic Island. Einer der Bosse, wegen denen Tails übrigens so verhasst ist. Weil er öfter mal gefragt wird, warum ich Tails so hasse. Und meine Antwort ist ja jedes Mal, als Speedrunner hat man Tails eigentlich zu hassen.
Geht gar nicht anders. Ja, ich sehe gerade überhaupt nicht durch. Hat er seinen Boss eben getroffen? Okay, das ist auf alle Fälle... Ja, man sieht jetzt halt den Background logisch. Hä? Ich sehe gar nicht mehr durch. Am Anfang dachte ich eigentlich, dass das mal wechselt, wenn wir den Boss einmal treffen. Ich habe auch gerade kurz überlegt, ob das irgendwas mit den Spenden zu tun hat. Also bei $25 Spenden, dass dann halt automatisch irgendwie das gewechselt wird oder so. Ja, ich weiß, dass Yuki mich hört. Habe ich eben irgendwas gegen Yuki gesagt? Also wenn ja, dann war das sogar unbewusst. Das ist mittlerweile schon Reflexe bei mir. Oder Instinkt, je nachdem. Keine Sorge, wir wissen alle, dass eine absolute Liebe-Nummer einfach Tails gehört. Also da müssen wir auch nicht mehr diskutieren. Er kann das nicht mehr abstreiten, egal wie er es versucht. Mhm. So, oh wow. ja, ganz seltsam hier gerade. Also ich sehe nicht ganz durch. Was ich halt sehe, ist, dass wir nicht die Boss-Level an sich auch machen müssen. Weil das hier ist zum Beispiel der finale Boss von Sonic 1. Und da müssten wir eigentlich noch sowas durchqueren, das so ein bisschen nach Labyrinth Zone aussieht. Ja, aber das wussten wir eben nicht. Da konnten wir einfach nach rechts rennen und waren beim Boss. Das ist übrigens auch ein Boss. Oh! Ach nee, ich dachte gerade, das sah eben kurz wie irgendwas Master System-mäßiges aus. Aber nein. In diesem hellblauen Hintergrund, das sah kurz aus wie Bridge Zone. Das wäre cool gewesen. Ich wollte gerade sagen, das hat was von Bridge Zone. Mhm. Auf alle Fälle ist das der allererste Boss in dem Sonic-Franchise, den wir jemals gesehen haben da eben. Also Green Hill Zone in Sonic 1, der Boss. Also Green Hill Zone 3, um genau zu sein dann. Welcher war das jetzt? Ich habe gar nicht aufs Level geachtet. Oh, aber Big John muss tatsächlich jedes Mal ein T-Shirt anziehen, wenn $25 gespendet worden sind. Das zieht das Ganze natürlich ordentlich in Länge, weil ja, das Anziehen dauert ja immer ein bisschen. Aber bin mal gespannt, wie viele T-Shirts er am Ende haben wird. Also er hat neben sich einen Riesenkoffer stehen mit nur T-Shirts drin. Ja? Oh, okay. Also ein paar hat er. Definitiv. Okay. Viele Hemden hat John mit. Ja. Ja, genau. So. Also, oh, ja. Ist da gerade so viele Spenden reingekommen? Ja. Das sieht irgendwie auch ein bisschen klein aus für ihn. Unten dir die Leiste an. Oh ja. Oh wow. Ja, ja gut. Also. Erstmal ein paar T-Shirts ansehen. So, er hat da gerade einen Skip gemacht, er hat nämlich das eine T-Shirt einfach zur Seite geworfen. So, und jetzt in einem schönen Movement, oh ja, wunderbar. Nächstes kommt die Hawaii-Zone, wie ich gerade sehe. Und schafft er diesen sehr, sehr schwierigen Speedrun-Trick? Ja, er schafft ihn. Ja, er hat ein bisschen Probleme, er hat ein bisschen Zeit verloren an der Stelle. Aber ja, jetzt hat er es geschafft. Es ist aber auch einfach so ein typischer Big John-Move. Ja, das sowieso. Wenn einem die skurrile Kategorie immer noch nicht skurril genug ist, macht man halt sowas noch mit zusätzlich rein. Das ist Big John. Ja, das ist in dem Sinne zwar auch ein Boss, aber ja, eigentlich muss man nur die ganze Zeit auf der rechten Seite laufen. Ja, und das Schöne an dem Boss ist, dass Tails die ganze Zeit getroffen wird. Das erwärmt mein Herz und meine Hose. Aber das nur ein bisschen. So, und achso, er musste wieder ein T-Shirt anziehen. Ich dachte gerade, das Spiel ist irgendwie stehen geblieben. Aber nein, es ist nur Pause und nochmal T-Shirt bzw. Hemden. Das sind ja also größtenteils keine T-Shirts bisher gewesen. Am Ende heißt er übrigens dann Big Big John. Übrigens, das war eben auch ein Boss, das ist so der berüchtigste Boss, was Tails angeht, weil man den halt immer über einem Abgrund trifft und wenn Tails da einmal ranspringt, kurz bevor man selber rangesprungen ist, dann fällt man durch den Boss durch, in den Abgrund, ist tot und im Grunde ist der ganze Run versaut. So, Entschuldigung, da hat meine Stimme gerade kurz nachgelassen. So, wir haben ganz kurz was von Hydropolis gesehen und jetzt Sand Ocean war Sonic Mania. Sandopolis hieß die Stage, glaube ich. Ich komme immer so ein bisschen durcheinander mit den Stage-Namen.
als da mittlerweile in dem Franchise doch ein paar mehr gibt. Solange ich Green Hill so noch kenne, ist alles okay. So. Ja, wie gesagt, die Background-Layer fehlen, deswegen sieht das so aus, als wenn wir jetzt die ganze Zeit einfach nur im Dunkeln hier rumrennen. Eigentlich wäre im Hintergrund jetzt eine große Pyramide, ganz links ist Treibsand. Da sieht man den Treibsand zwar. Ja, na gut, ein Teil des Treibsandes. Ja, und im Endeffekt locken wir den Boss jetzt einfach in den Treibsand rein. Man sieht ja, dass der auf uns zuspringt. Und ja, damit locken wir ihn, wie gesagt, da rein und treffen ihn einmal von hinten. Und dann ist er auch besiegt. Das ist irgendwie der erste Bosskampf, den wir mehr oder weniger normal durchgeführt haben gerade. Also wirklich sehe ich immer noch nicht durch, wie das mit den Bosskämpfen hier funktioniert. Also am Anfang dachte ich... Ich muss halt auch dazu sagen, wir wissen ja auch nicht genau, wie der Shuffle funktioniert. Ja, richtig. Und John muss sich ja nebenbei auch immer noch umziehen. Genau. Na, umziehen, nicht weiter anziehen. Umziehen, das würde ja auch bedeuten, dass er vielleicht mal irgendwas wieder ablegt davon. So, welcher Boss war das nochmal? Ich weiß es selber gar nicht mehr. Na gut, egal. Oh, ich steck da sowieso nicht durch, weil wir sehen ja nicht wirklich viel. Ja, eben. Wir sehen halt die eigentlichen Level nicht. Aber wir sehen Super Sonic. Schön, dass der Boss dann auch mit drin ist. Also das ist der finale Boss von Sonic... Oh Gott, Sonic 3 and Knuckles? War das doch Sonic 2? Nee. Nee. Oh, Sonic 3 and Knuckles. Also wenn man beide Cartridges miteinander verbunden hatte, ja, gab es ja quasi ein großes Spiel, das aus beiden Spielen, also aus Sonic 3 und Sonic and Knuckles bestand. Und wenn man da alle Chaos Emeralds eingesammelt hatte, gab es ja noch einen Bonuskampf ganz am Ende. Mhm. Also Bonuskampf in Anführungsstrichen, weil die meiste Zeit fliegen wir nur rum. Als Super Sonic, also Super Sonic kann man normalerweise nur werden, wenn man natürlich erstmal alle Chaos Emeralds hat, dann 50 Ringe einsammelt und im Sprung nochmal auf Springen drückt. Dann fängt man an, sich in Super Sonic zu verwandeln. Der ist halt einfach viel geiler als der normale Sonic. Sowieso viel geiler als Tails, weil gut, das ist jetzt nicht schlimm, nicht schwer. Aber ab da gehen dann halt kontinuierlich die Ringe runter. Und wir mussten da eben durchfliegen und immer mal Ringe einsammeln, damit uns die halt im Flug nicht ausgehen. Aber wir sind zumindest unverwundbar in der Zeit. So, Big John zieht mal wieder ein Hemd an. Wird übrigens auch immer schwerer für ihn, die Hemden anzuziehen, logischerweise. Er wollte gerade sagen, das verwundert mich jetzt halt nicht, ne? Eben. 5 mal 0 ist trotzdem 0. Ja. Weiß jetzt nicht genau, worauf das bezogen ist, aber egal. So, noch ein schönes violettes, schön im ESA-Violett, das Shirt. Und nochmal was Violettes. Ich überlege gerade, ob das wirklich so Big Johns persönlicher Kleiderschrank ist. Wenn ja, dann eventuell Respekt. Also im Moment geht's noch, aber wenn er jetzt, weiß ich, 10-mal so viel Zeug da drin hat, dann echt Respekt vor seiner Kleidersammlung. Also 5-mal cool, 5-mal 0 cool ist auch 0 cool, okay. Mondschein, habt euch lieb, aber das ist um die Uhrzeit anstrengend. Ich weiß es nicht. Sagen wir einfach, Rechnen ist da nicht mehr so meine Stärke. Um die Uhrzeit, du meinst zwischen 0 und 24 Uhr? Ah nee, du bist ja nicht Sif. Ich wollte gerade sagen. Bei dem Event schon sehr häufig bewiesen, dass er das Kopfrechnen nicht seine Stärke ist. Sagen wir es mal so. Er wird heute nicht mehr fertig. Ja, ich befürchte es auch so ein bisschen. Weil, wie gesagt, ich weiß halt überhaupt nicht, wie das Ganze dann im Endeffekt abläuft. Da jedes Mal, wenn er gerade fertig ist mit T-Shirt anziehen, kommt eine neue Donation rein und er muss wieder T-Shirt anziehen. Oh, er schwitzt schon. Ja gut, kann ich irgendwo verstehen. Ich glaube, der Speedrun an sich macht ihm gar nicht so sehr zu schaffen. Ich glaube eher, dass... Ich wollte gerade sagen, also zieh du mal die T-Shirts übereinander an und dann reden wir nochmal drüber. Richtig. Übrigens, ich habe gerade eine Idee, wie das funktionieren könnte.
weil Big John ist ja auch bekannt dafür, was ich so einen Ring-Shuffle schon gemacht zu haben, also wo man mit jedem Ring, den man einsammelt, das Spiel wechselt. Es kann sein, dass der Shuffle immer dann ausgelöst wird, wenn man beim Boss einen Treffer anbringt. Dass wir so im Grunde, den einen Boss einmal treffen, dann kommen wir zum nächsten Boss, dann wieder zum nächsten und immer so weiter. Und irgendwann sind wir wieder bei dem ersten Boss und können da den zweiten Treffer anbringen. Und immer so weiter. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Es wäre zwar total bescheuert eigentlich, aber das kann sein. So. Ich wollte gerade sagen, der Boss von Sonic 2, wir sehen im Moment nichts. Kann es sein, dass der Boss als Background-Sprite gilt? Das wäre mies, weil dann würden wir... Oh ja, Tatsache. Ja, das würde aber auch einiges erklären. Inwiefern? Wegen Geräusche und alles. Weil er stampft ja und er ist immer mit dem Stampfen selber ein Stück weitergegangen. Ach so. Übrigens hier Labyrinth Zone aus Sonic 1. Dieser Bosskampf in Anführungsstrichen, den müssen wir in dem Sinne gar nicht mal beenden, sondern das Wasser steigt halt die ganze Zeit und wir müssen eigentlich nur bis nach oben kommen. Also wir können ihn treffen auf dem Weg und wir können ihn tatsächlich auch so oft treffen, dass er explodiert, also dass er regulär besiegt ist. Aber wir können auch einfach hinter ihm her und sobald wir oben angekommen sind, können wir halt, also ist der Kampf beendet. Oh, da wurde Big John einmal getroffen. Das Problem ist, Big John hat jetzt auch keine Ringe mehr. Oder hatte nie Ringe. Oh. Glaube, ja, das stimmt nicht. Als Super Sonic hatte er Ringe, aber das war halt Sonic 3. Und es kann halt sein, dass das nicht auf die anderen Spiele halt mit übertragen wird. Wobei man aber auch sagen muss, bei den 16-Bit Sonics hat man ja in den Boss-Level normalerweise Ringe. So, wir hatten eben ganz kurz den Boss von Hydrocity gesehen, haben einen Treffer angebracht, da wurde dann halt sofort geschaffelt. Also ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass es halt bei jedem Treffer der Boss wechselt und wir dann aber so lange spielen müssen, bis wir jeden Boss halt ja 8-mal getroffen haben. Also normalerweise ist es halt 8-mal. Bei dem bin ich jetzt gespannt, weil den treffen wir nicht, der trifft sich selber. Wir stehen im Grunde auf diesem Container drauf. Man sieht ja schon diese Stahlkugel da, den Morgenstern oder Morgensternartigen. Und der holt dann nach einer Weile mal aus und versucht Sonic zu treffen. Wir müssen dem Ganzen ausweichen und dann haut er sich selber auf den Kopf gerade oder auf den Schalter. In den Shirts jetzt, oder? Er hat sich gerade zwei von den Shirts auf die Schulter geworfen. Ach so, ja gut. Wahrscheinlich, weil er sie einfach nicht mehr drüber kriegt. Oder er will die jetzt über das Hemd ziehen irgendwie. Ich glaube nicht. Schal tragen oder so. Da denke ich auch gerade nur, warum mache ich das eigentlich immer wieder? Warum mache ich das eigentlich immer wieder? Wieso komme ich immer wieder auf diese beschissenen Ideen? Genau. So, aber wir haben übrigens gerade gelernt, der eine Boss, der sich da selber trifft, das selber Treffen zählt tatsächlich auch als normaler Treffer. Heißt, nach einem Treffer ist da auch wieder Boss-Shuffle angesagt. So, der fünfte Boss von Sonic 1, ich komme gerade nicht, Scrap Rain, genau. Scrap Rain, so, und ich bin gerade nicht auf den Namen gekommen, wow. Und da haben wir ihn einmal getroffen und sofort wieder raus. Das wird mir so auf den Sack gehen. Schämen, weil Scrap Rain Zone war die beste Stage mit bester Musik in Sonic. Ja, aber auf Arse-System. Ja, aber das musst du mit erwähnen. Ja, du kannst das nicht einfach so unter den Tisch fallen lassen, Vini. Ja. Deswegen bin ich auch offiziell immer noch der beste deutsche Sonic 1 Master System Speedrunner. Weil die anderen, weiß ich, Berlinger zum Beispiel, der hat das nicht erwähnt in seinem Run. Ja, der hat das auch nicht bei den Beats erwähnt, wo er Richtig. Den Run da gezeigt hat. So. Bin ich sehr enttäuscht. Genau, ja, ich bin auch sehr enttäuscht. Genau wie Icy und Crystalove Ice. Die beide an sich nichts miteinander zu tun haben. Das Eis im Namen ist halt Zufall bei beiden. Aber die haben es beide in ihrer PB nicht erwähnt. Damit ist der Run ungültig für die und damit bin ich immer noch bester deutscher Sonic Speedrunner. Nur noch 40 Boss und 200 Shirts. Das könnte tatsächlich hinhauen. Oh, wir haben genau 65.000 gerade erreicht. Sogar Sonic ist schon gelangweilt.
Ich überlege gerade, ist Sonic CD hier mit bei? Nee, bisher noch nicht, ne? Nee. Bisher haben wir nur Sonic 1 bis 3 gesehen oder Sonic 1, 2 und Sonic Knuckles. Sonic and Knuckles. Ich sterbe einfach dabei, wenn ich John beobachte. Das Interessante ist nämlich bei Das ist mies. Oh ja, 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 ich sehe es gerade. Chemical Plant Zone. Mhm. Weil da siehst du die Stages, die sich umdrehen. Also die Platten auf dem Boden, die sich umdrehen. Die siehst du nicht. Platten, meinst du, ne? Die gelben. Oder ja, die gelben, stimmt. Gelb waren die. Nee, das Problem bei Sonic CD ist nämlich, ich habe mich gerade drüber nachgedacht. Sonic CD hat eine Mechanik, wenn du Sonic da einfach stehen lässt, für 5 Minuten, dann stirbt er einfach und du bist Game Over. Das könnte hier ein kleines Problem werden, wenn Big John plötzlich, weiß ich, wie viele Shirts anziehen muss. Aber ich glaube, Sonic CD ist in dem Shuffle gar nicht mehr drin. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind bloß die Mega Drive Classics. Mhm, genau. Weil das sind ja auch die Big John hauptsächlich spielt. Richtig. Oh Gott, welcher Boss? Achso, ja, der, ich komme immer durcheinander, aus welchem Teil welcher Boss war. Also die aus dem ersten Teil, die kriege ich soweit noch zusammen, aber Teil 2 und 3 werfe ich da gerne mal zusammen. Ja. Sky Sanctuary, okay, das ist definitiv Teil 3. Also das eigentlich normale Sonic 3. Gab ja dann, Mystic Cave? Nee, ich glaube, das war Sonic 2. Nee, Sky Sanctuary. Meine ich. Oh. Wing Fortress ist Sonic 2. Ich gucke Moment. Stream, Entschuldigung, ich bin immer... Ja, okay, das erklärt einiges. Ich bin immer ein bisschen hinterher. Ich war noch bei Mystic Cave und du warst aber schon bei Sky Fortress. Ach so, okay. Ja, das erklärt's. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Oh, ich weiß es nicht. Dann war es nicht wichtig. Wahrscheinlich nicht. So, ich überlege auch gerade, welcher Boss. Achso, der Boss, ja. Ich erinnere mich wieder. So, ein Treffer und sofort in den Marvel Garden. Moment, Marvel Garden waren wir doch gerade, ne? Ja, wir sind vom Marvel Garden rein. Oh, er hat keine Shirts mehr. Okay, nach nicht mal der Hälfte des Estimates sind alle Shirts aufgebraucht. Ja, das wundert mich jetzt halt auch nicht, ne? Stell dir vor, jetzt kommt irgendeiner mit einem weiteren Koffer an. Ich würde ein bisschen lachen. Ich war so traurig, dass die im Hintergrund noch irgendwo jetzt das Shirt herholen. Die sie ihm noch irgendwie umlegen. Am besten irgendwie viel zu klein, dass er sich da richtig reinzwängt. Muss ich meinen... Jetzt würde ich guck ihn dir doch an. Das kannst du nicht mal mehr als modische Neuschöpfung bezeichnen. Kennst du dieses eine Bild, wo ein etwas korpulenter Typ am PC sitzt und die CD auf dem Boden liegt? Ja. Der dann so sagt, ach scheiß auf Aufheben, ich bin neu. Ja. Daran musste ich gerade denken. Das war doch auch irgendwie ein Meme oder irgendwas. Ja, naja, Meme, bevor der Begriff Meme überhaupt so in der Form existierte. Also es ist schon uralt, das Bild. Big John ist fast schon kugelsicher. Das stimmt. Ich meine, das Lustige ist ja, dass das Big John von sich aus ja schon sehr kräftig ist. Wenn er dann noch die ganzen T-Shirts anhat, Ich habe, glaube ich, nicht mal so viele T-Shirts, wie der damit hat. Ich auch nicht. Also da muss ich nicht mal glauben. Ich weiß, dass ich gar nicht so viele T-Shirts habe, wie er mit hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wirklich seine gesamte T-Shirt-Sammlung mitgenommen hat. Ist natürlich doof, wenn jetzt der Koffer am Flughafen verloren geht. Stell dir das mal vor. Oh, das wäre mies. Nach Hause, sein Koffer kommt nicht an und er so... Sind alle meine T-Shirts drin? Das war vollkommen verzweifelt, weißt du? So. Beim Reklamieren. Ja, was waren in Koffern? T-Shirts? Wie viele? Alle. Nur 200? Vor
versucht das dann mal zu erklären. So, hey, wir sehen Anfang von Sonic 3. Yay! Mit Hintergründen! Oh, ja, stimmt. Das ist gar nicht aufgefallen. Wow. Ich dachte mir nur gerade, warum ist das auf einmal so hell? Nein. Ich dachte mir gerade, warum ist es so bunt? Nee, aber das eben, die Szene, das allererste Mal gewesen, dass man Knuckles gesehen hat im Sonic-Franchise. Außer vielleicht in irgendwelchen Commercials oder so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oha, wie dick ist der denn angezogen? Für jeweils $25 Spende musste er ein T-Shirt anziehen oder ein Shirt. Also T-Shirts, Westen. Ich glaube, der hat seinen gesamten Kleiderschrank damit hingenommen. Deswegen fanden wir es auch eben so lustig, wenn auf dem Rückweg oder auf dem Rückflug sein Koffer verloren geht. Also eigentlich wäre es gar nicht lustig, aber... Nein, so. Aber die Vorstellung ist gut. Ja, eben. Wenn er da zu Hause steht und... Habe ich einen Nachbarn, der ungefähr meine Statur hat, von dem ich mir mal ein Shirt leihen kann? Ja, aber genau... Oh, wir können Bosse mehrmals treffen jetzt. Ich glaube aber, er hat gerade auch Sonic 3 normal gestartet irgendwie. Das kann sein, aber... Ja, aber es gibt irgendeinen Shuffle jetzt hier immer noch. Stimmt. No Backgrounds. Ja, macht die Backgrounds wieder aus, okay. Das sah ja auch so schön aus. War so schön gewesen. Oh, und ja, wir haben wieder den normalen Shuffle, wie es aussieht gerade. Also sah ihn zumindest aus, als wenn er irgendeinen Boss einmal getroffen hat und dann wurde sofort wieder umgewechselt. Also umgeswitcht, ja. Aber im Moment switchen wir nur zwischen drei Bossen, kann das sein? Ah, keine Ahnung. Auch ist lustig. Also für uns ja, in seiner Situation möchte ich dann aber nicht stecken. Vor allem, er hat ja auch so eine Statur, wo er nicht mal einfach irgendwo zum Nachbarn gehen kann und sich einen Shirt leihen kann. Obwohl, ist USA. Ne, da sind wir alle so ein bisschen kräftiger. Ich glaube, Big John ist auch rein. Whenever Sonic gets a. Wo steht das? Unten? Which game, whenever Sonic gets a ring? Oh, okay. Ja, aber er kriegt hier keine Ringe. Er bringt Treffer an. Also für mich sieht es immer noch so aus, als wenn das ein Boss-Shuffle ist. Also mit jedem Treffer an einem Boss wechseln wir halt ja, den Boss. Ja, irgendwie so in der Richtung wird das wahrscheinlich. Aber ganz komisch irgendwie. Bei dem aber komisch. Ach so, wahrscheinlich, weil nur die Hand an sich als Boss gilt. Das kann sein. Ja, in den USA ist jeder Dritte ziemlich breit. Das Problem ist, Big John ist ja tatsächlich auch sehr groß von der Körperhöhe her. Ja, er ist, also glaube ich, ein Kopf größer noch wie ich. Ich glaube, er war so im 1,90 Meter Bereich, also fast so groß wie ich. Und ich weiß, wie schwer es ist für mich, Kleidung zu finden oder Schuhe. Ja. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Dazu brauchst du nicht mal deine Größe, dazu reicht schon meine. Ja gut, das mag sein, das kann ich nicht einschätzen. Übrigens, Oil Ocean, das ist übrigens auch ein Boss, bei dem Tails einem gerne mal den Tag versauen kann, so ein bisschen. Nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen, aber ja. Wie sieht Robotnik denn aus, ohne Brille? Oh Gott, das sah ja richtig creepy aus. Und wir haben irgendeinen Boss besiegt. Sieht der doch normal immer aus? Nee, das sah aus, als wenn er eben so ganz kleine, zusammengeknüpfte Augen hatte. Nee, so sieht der immer aus. Ich muss mal das noch mal drauf achten. Es fällt halt bloß nicht so auf, weil du normalerweise einen Haufen anderer Elemente noch so rumherum hast, auf die du achten kannst. Ja, gut. Ich habe auch kurz überlegt, ob die Brille vielleicht Background-Layer ist, aber das würde keinen Sinn machen. Nee, das würde keinen Sinn machen. Mhm. Weil die Sprites werden ja anders geladen, die gehören ja nicht zum Background. Eben. So, Achso, okay. Ich dachte gerade, er zieht sich noch ein T-Shirt an, aber er hat ja keine mehr. Ja, ich würde mal sagen, morgen ist Waschtag bei ihm, ne? Die müssen ja alle dann durchgeschwitzt sein, wie sonst sowas. Obwohl, einige hat er sich nur auf die Schulter gelegt, das geht immer noch.
witzig, was wie sehr der auf den Schultern schwitzt, weil der hat ja noch Hemden drüber angezogen. Ja, über ja, die gut. Schulter. Vielleicht hat er sich auch extra ein T-Shirt noch beiseite gelegt, das er dann morgen tragen kann. Und dann rennt er dadurch die ESA. Bloß nicht bekleckern, bloß nicht bekleckern. Das glaubst du selber nicht. Ich glaub's auch nicht, aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht war er sich eigentlich auch nur ganz sicher, dass er eh nicht alle T-Shirts auch brauchen wird. Ja, 20 Minuten im Run und er hat's bereut. Oh Mann. Ich finde es halt auch echt schön, dass der wirklich jedes Jahr so einen Scheiß macht. Ja. Generell, Big John, wir können ja mal kurz über Big John an sich reden. Weil, ja, Boss Shuffle ist jetzt nicht so super interessant. Vor allem lässt sich das kaum kommentieren, weil die Bosse ja ständig wechseln. Nee, Big John selber ist halt ein extrem sympathischer, aber auch sehr bekannter Speedrunner mittlerweile. Er wohnt in den USA, lässt sich aber auch nicht nehmen, zu allen möglichen internationalen Events, also auch in Europa zum Beispiel, aufzutauchen. Der ist ja auch regelmäßig bei der ESA zum Beispiel. Ja. Da sind natürlich einige Reisekosten. Ich meine, die kriegt er durch seine Community problemlos finanziert, weil die freuen sich ja, dass er dann bei Events dabei ist und dann geben sie da auch gerne mal ein bisschen Geld dazu. Aber ja, er hat aber mit seinen letzten Reisen ziemlich Pech gehabt. Also das eine Mal hat er irgendwie seinen Pass vergessen, das hat er erst am Flughafen gemerkt. Das war letztes Jahr ESA genau gewesen. Genau, genau. Also und also exakt einem Jahr. Erst war der Pass weg, dann ist er zurück, hat den Flug umbuchen können und da war dann irgendwie das Problem, dass irgendwas aber mit dem Pass nicht in Ordnung war, vom Datum her oder irgendwas. Ah, okay. Und da wurde dann im Endeffekt, wurde er dann doch noch gecancelt. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Das war eine ganz blöde Verkettung von vielen verschiedenen Umständen gewesen. Das war richtig ärgerlich. Richtig. Und was also, auch noch? Also, ich hatte das halt alles so ein bisschen mit auf Twitter verfolgt, ihr habt. Ich hatte es halt nur so am Rande ein bisschen mitbekommen. Ich weiß noch, dass er seinen Pass einmal vergessen hatte. Da war ich mir ganz sicher. Ich wusste, dass da noch irgendwas anderes dann war. Ja, ja, nee. Also er konnte das halt, wie gesagt, noch umbuchen. So, und danach gab es aber halt nochmal Probleme. Okay. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Deswegen er ja dann auch endgültig dann nicht fliegen konnte. So, das war halt das Problem, weil er hatte dann danach den Pass und hatte dann aber das Problem, dass er ja dann auf den umgebuchten Flug dann trotzdem nicht mit durfte. So, aber ganz genau wie es war, kriege ich es auch nicht mehr zusammen, da müsste ich nachgucken. Aber er hatte jedenfalls, bevor er jetzt los ist zur ESA, hat er nochmal so einen kurzen Videofeed gemacht und hat halt dann auch noch so gemein, also alles so gezeigt, ich habe meinen Pass, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Und ich musste so lachen, weil er wirklich alles dann hochgehalten und gezeigt hat mit, es ist nicht mal alles in Ordnung. Den Boss hatten wir vorhin schon mal, ne? Also den sind wir ja bis zum Ende gefolgt und haben dann halt den Container geöffnet. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt nochmal kommt. Obwohl, vorhin stand ja, war ja die Auswahl auch für, also da konnte man ja auswählen, Unlimited. Das war ja ausgewählt. Dann wusste ich halt nicht genau, ob sich die Boss dann wiederholen oder ob Unlimited einfach heißt, alle Boss im Endeffekt, bis wir ihn einmal besiegt haben. Du darfst auch nicht vergessen, dass manche Bosse, also beziehungsweise manche Stages mit manchen Bossen in den Spielen sich auch wiederholen. Ja gut, stimmt. Aber der Boss eben zum Beispiel nicht. Also der Labyrinth Zone Boss meine ich. Oh, da ist er jetzt einmal gestorben. Na gut. Nee, und irgendeiner hatte da, glaube ich, noch eine Jacke auf ihn gerade raufgelegt, ne? Ich sehe das jetzt von Jesterhead im Chat. Ich hatte es so nicht gesehen. Die holen Cam jetzt einfach noch von überall Zeugs her zusammen, was sie darauf draufpacken können. Oh Mann. Bevor der schläft ein und irgendwann kommt die Putzfrau. Was ist denn das hier für ein Wäschehaufen? Immer eine lustig wär's. Ja, klar. Übrigens, naja, gut, ich komme hier sowieso nicht ganz hinterher, aber bei dem Boss, hier bei dem Boss, wo wir auch gerade gestorben sind, da ist übrigens in der Mitte Lava. Problem ist, wir sehen die nicht und wir sehen auch die Plattform nicht. Oh, jetzt ist er zweimal nacheinander gestorben. Wir können es nur erahnen, dadurch, dass bei
dem Lava-Boss, da wird immer einmal so kurz gespuckt auf die entgegengesetzte Plattform, wo dann halt kurz das Feuer so lang geht. Und da können wir halt, wenn das Feuer sich an der Seite ein Stück aufgelöst hat, da können wir dann hinspringen. Also genau. Da wissen wir dann ungefähr, wo die Plattform ist. Das ist aber auch der einzige Punkt, wo wir es ungefähr erahnen können. Richtig. Sieht jetzt irgendwie aus wie ein Turtle. Ja, hast du recht. Richtig. Wir haben keine Kleidung mehr, dann die Klappstühle auf ihn. Oh Mann. Du bist, würde ich denen zutrauen. Ja, ich auch. Ich würde das jetzt nicht mal wundern, wenn die jetzt Agek und Co. noch aus dem Dings klingeln und meinen, ey, ihr müsst mal ganz schnell in den nächsten Primark und mal ganz schnell ein paar T-Shirts kaufen. Die sind viele, so, die machen das. Wie viele T-Shirts? Ja. Genau. Wir haben keinen Ring mehr. Nicht sterben. Wir haben keinen Ring mehr. Jetzt wird es tatsächlich sehr knapp, weil der Boss hier ohne Ring ist sehr ekelhaft. Der übrigens auch. Also der geht noch, aber da kann es schnell mal passieren, dass man da erwischt wird. Vor allem, wenn man die Scheißplattformen nicht sieht. Oh, okay, ein Boss besiegt. Ein weiterer. Sehr schön. Oh, dann stell auf den Container rauf und dann haben wir den nämlich auch erledigt. Big John hat eine Ähnlichkeit mit dem Pokémon Turtok. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Das kannst du besser beantworten, Yugi. Ja gut, jetzt ja, sowieso. Wenn Big John generell mehr von der Hautfarbe wie Avatar wäre, also wie ja, wie wäre dann ja? Wenn Big John jetzt so in den Waschsalon rennt, ne, die brechen noch in Tränen aus. Oh Mann. Aber es ist sehr unterhaltsam auf alle Fälle. Wir haben übrigens da auch gegen Knuckles gekämpft und ich hatte bei Sonic Adventure, hatte ich glaube ich drüber geredet, dass Knuckles eigentlich mal mit Sonic verfeindet ist, weil Dr. Robotnik Knuckles erzählt hat, dass da so ein böser Typ namens Sonic, der will den Master Emerald klauen. Also Knuckles ist halt der Wächter des Master Emeralds. Und ja, am Ende verbünden die beiden sich, weil Robotnik selber diesen Master Emerald klaut. Das war gerade die Szene. Man hat jetzt den Hintergrund natürlich nicht gesehen, aber da sind halt so oh Gott, wie nennt man das? Wo man die Edelsteine so reinstellen kann, halt. So eine Podeste. Ich bin gerade nicht auf das Wort Podest gekommen, wow. Es ist schon spät. So, Starlight Zone. Ich habe vorhin Scrap Rain gesagt, ne? Ich meinte Starlight Scrap Rain ist ja die nächste Welt. Und ja, bei dem Boss, eigentlich soll man ihn mit diesen Stacheln erwischen. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn man in der Mitte dieser Wippe steht, da muss man wirklich pixelgenau stehen, dass man Robotnik dann von dort erwischen kann. Gerade so. Geht, aber das ist halt sehr anspruchsvoll. Wie gesagt, die eigentliche Methode ist halt, ihn mit den Stacheln zu erwischen oder sich von den Stacheln hochschleudern zu lassen, um ihn dann selber zu erwischen. Oh, jetzt haben wir schon wieder keine Ringe mehr. Hast du sie sehen, eben, wie sie hinter ihm noch was draufgelegt haben? Oh, nee, hab ich nicht. Aber ich sehe, dass da was drauf liegt jetzt noch. Oh, nächster Boss besiegt. Hey, einer von den wirklich ekelhaften. Leia hat schon recht, also der Kopf verschwindet immer mehr in der Shell. Ja, ja. So, das hier ist übrigens ein Boss, bei dem man glitschen kann. Also von der Position aus nicht. Aber wenn man das Level voll macht, dann kann man halt viel früher im Level schon out of bounds gehen und steht dann einfach über dem Boss. Also steckt quasi in der Wand über dem Boss. Kann da das Ding die ganze Zeit treffen. Aber ja, das funktioniert hier in dem Shuffle nicht, weil wir an dieser Stelle gar nicht starten. Also wir starten im Grunde immer beim letzten Checkpoint vor dem Boss. Also zumindest wenn wir das erste Mal bei einem Boss sind. So, nochmal erwischt. Dann haben wir den Boss auch besiegt.
Ich bin mal gespannt, ob die besiegten Bosse doch noch irgendwann auftauchen. Oh, Tails ist gestorben, geil. Oh, kommt das Drecksvieh schon wieder. Beni, versuch es doch erst gar nicht. Wir kennen doch deine unabwendige Liebe zu Tails. Du hast Hass falsch ausgesprochen. Red dir das ruhig weiter ein. Wir wissen alle, dass es vollkommen anders aussieht in dir. Ja. Übrigens, dass das Doofe ist, es ist mir vorhin bei dem Labyrinth-Zone-Boss schon aufgefallen, wenn wir den einmal erwischt oder einmal besiegt haben, dann scheint es zumindest so zu sein, dass wir, wenn der das nächste Mal, also nicht einmal besiegt, einmal getroffen haben, meine ich, dann scheint es so zu sein, dass wir das ganze Level nochmal machen müssen. Also um bis zu ihm hinzukommen. Das ist hier, entweder ist das hier auch der Fall oder wir haben den Boss irgendwann doch schon besiegt, aber. Bin mir auch nicht sicher, weil er hatte ja vorhin auch irgendwie gefühlt resettet gehabt. Ja. Also da sehe ich nämlich auch nicht so ganz durch, ob das wirklich ein Reset war oder nicht. So, da wurden wir jetzt von ein paar Raketen getroffen. An sich ist Supersonic unverwundbar, aber wie ich vorhin schon gesagt hatte, er verliert halt dauerhafte Ringe. Man sieht das da auch gerade ganz gut oben. Und wenn wir zu oft getroffen werden, dann kommen wir natürlich nicht mehr rechtzeitig an, bevor unsere Ringe alle weg sind. Und dann war es das halt. Ja, und da haben wir jetzt zum Beispiel den Boss nicht getroffen, aber der Shuffle wurde aktiviert. Vielleicht wird er auch nach einer bestimmten Zeit immer aktiviert, automatisch. Oh, und wir sind doch hier bei dem Boss. Also wir müssen das Level doch nicht komplett machen nochmal. Okay, gut zu wissen. Beni hatte noch nie gute Karten. So, davon mal abgesehen. Hey, wir haben keine Ahnung. Doch, einmal hatte ich gute Karten. Für das Spiel für das Spurs-Spiel, genau. In Berlin. 2014. 7. Oktober? Doch, müsste 7. Oktober gewesen sein. Ich habe die Karte hier irgendwo noch, also meine. Ja, das war eine gute Karte. Badge. Beni, du bist raus. Warum wird bei den Ringen nicht gewechselt? Weil das kein Ring-Shuffle ist. Weil das ein Boss-Shuffle ist. Wobei, das wäre noch ein bisschen ekelhafter. Also es gibt ja diesen Ring-Shuffle. Da kann man sich runterladen. Also müsst ihr einfach mal nach Sonic Ring-Shuffle suchen. Und wann immer man in der Mod einen Ring einsammelt, wechselt das Spiel. Da kommt man in ein anderes Spiel. Und das geht dann teilweise wirklich im Sekundentakt. Das Gute daran ist aber, dass man da verschiedene Sonic-Spiele reinladen kann. Also zum Beispiel auch die Master System-Sachen. Kann man halt bunt miteinander mixen. Könnte jetzt auch einfach, nur die Master System-Spiele reinnehmen. Und dann sind wir gerade gestorben eben, ne? Ich hab's im Mainstream gar nicht gesehen. Ich hatte das jetzt eben im Restream gesehen, weil ich auf den Chat geguckt habe. Ja, aber der ist sehr, sehr chaotisch, aber irgendwie auch witzig. Vor allem, wenn Big John den zeigt. Alles ist irgendwie witzig, wenn es Big John zeigt. Ja gut, das auch. Ich meine, guck dir an, wie der seinen kompletten Kleiderschrank auf einmal trägt. Ah, er hat das mit Portfolio ein bisschen falsch verstanden. Achso, ja, unten kommt diese Einblendung. Haben wir uns vorhin auch schon gewundert. Aber wir haben ja schon festgestellt, beim Einsammeln von Ringen passiert da nichts. Genau. Das ist vielleicht irgendwie dieses Ring-Shuffle-Ding, auf dem das Ganze basiert. Die haben diese Meldung vielleicht einfach nicht rausgenommen. Dazu meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber könnte ich mir zumindest vorstellen. Ganz weiß keiner von uns, was hier gerade abgeht, also von daher. Nicht so richtig. Ich sehe nur, dass Tails ab und zu getroffen wird und das macht mich sehr, sehr glücklich. Übrigens, bei dem Boss müssen wir erst die ganzen Dinger rings um ihn vernichten. Also bei dem, den wir eben gesehen haben, natürlich. Ah, hier bei dem, den wir jetzt wiedersehen. So. Und erst wenn wir die alle vernichtet haben, können wir ihn halt an sich attackieren. Er ist übrigens aber noch nicht mitgekriegt, hat Beni ist ein Meister da in Verdrängung. Was? So, wir arbeiten immer noch dran, aber so richtig funktioniert das bei ihm nicht. Er will das ist keine Verdrängung, das ist Verstopfung. Du hast da was durcheinander gebracht. Moment, das sollte ich vielleicht nicht in der Öffentlichkeit sagen, oder? Nicht wirklich. Okay. Wie dein Verdauungstrakt funktioniert oder nicht funktioniert, solltest du außerhalb des Streams klären.
mit meinem Verdauungstrakt an sich. So, wir haben übrigens den Feuerschild, den hatten wir vorhin auch schon mal das ein oder andere Mal gehabt. Der Feuerschild, also das ist generell eine Mechanik in das muss ich kurz überlegen, war das in Sonic 2 schon? Nee, Sonic 3, ab Sonic 3 war das erst. Da gibt es halt verschiedene Schildarten. Einmal den Feuerschild, wenn wir mit dem, oder ich fange mal anders an. Wenn wir gar kein Schild haben und in der Luft nochmal auf Springen drücken, dann machen wir weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber also so ein ganz kleines Manöver, bei dem wir kurzzeitig unverwundbar sind und sogar noch ein ganz kleines bisschen an Höhe gewinnen. Reicht normalerweise nicht, um auf irgendeine Kante zu kommen, aber auch um irgendeinen Boss zu erwischen, der halt gerade außerhalb unserer Reichweite ist. Oder irgendein Gegner allgemein. Dann gibt es den Feuerschild. Wenn wir damit in der Luft nochmal springen, dann schleudern wir uns nach vorne. Dann gibt es den Wasserschild. Mit dem können wir quasi so bouncen wie so ein Basketball. Und den Elektroschild, der beste Schild. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ist der beste Schild. Mit dem haben wir einen Doppelsprung. Genau. Und alle Schilder haben dann noch eine besondere Fertigkeit. Feuerschild bewahrt uns vor Feuerschaden. Wasserschild, mit dem können wir unter Wasser nicht ertrinken. Und Elektroschild zieht Ringe in der Gegend an. Genau, da das Plop, den Überdruck ab und zu abbauen. Ist das immer noch? Weil Lay hatte mich da vorgestern, was glaube ich, angeschrieben. Bei mir ab und zu so ein Plop ist, also als wenn ich ganz kurz sehr laut werde. Also ist wohl nur im Stream. Und, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich bestimmte Tonfrequenzen nicht höre. Ach so, ja, stimmt. Hat es ja mal erzählt. Und Lay meinte aber, ich glaube, gestern war das dann, dass er das bei Civ auch gehört hat. Also kann sein, dass es irgendein Server-Ding ist, dass wir da mal gucken müssen. Machen wir mal nach dem Event ganz in Ruhe. Wir wollen ja jetzt während des Events nicht irgendwas auf dem Server umstellen. Also ich weiß, dass ich glaube, Blue war es gewesen, der hatte gesagt, dass er das irgendwie neu gestartet hatte, das TS, und danach ging es wieder. Was okay. Irgendwer ist hat immer noch. Das TS auf dem Server neu gestartet und danach ging es dann irgendwie. Mhm. Aber da war das dann wohl auch bei allen gewesen und nicht nur bei dir. Achso, nee, Blue war es nicht. Und guten Morgen, Blue. Dann wird's Dorian wahrscheinlich gewesen sein. Übrigens, Blue ist auch ein sehr guter Zuhörer, vor allem wenn es um Verdauungstraktprobleme geht. Wenig kann davon ein Lied singen. Okay, ja, gut zu wissen. Wir hatten gestern einen sehr langen nächtlichen Talk. Ja, warte mal, ich kann das noch fast genau. Es war fast meine gesamte Regieschicht. Ihr seid ungefähr eine Stunde vor Ende meiner Schichtzeit dann ins Bett gegangen. Naja, da war Pokémon Kolosseum gerade so bei 2,5 Stunden ungefähr. Also yep. 2:20 Uhr, ja, so kurz vor 5 Uhr. Haben wir uns dann endlich voneinander getrennt. Also ein paar interne Sachen besprochen und solche Kleinigkeiten. Ich schaue die ganze Zeit, time gerade was. Ah, okay. Teamspeak hat Plop, übrigens eine Plop bessere Sprachqualität Plop als Discord. Plop. Okay, Punkt für dich. Und hallo Moon Goblin wollte ich gerade sagen. Egal. Im Boss, warum haust du dich denn selber? Genau. Ja, wir haben den besiegt. Wir sagen das ja immer, dass wir halt Teamspeak für Commentaries nutzen, weil die Soundqualität besser ist. Das klingt jetzt natürlich dann nicht danach, aber es ist tatsächlich eigentlich so. Es sei denn, man investiert halt einiges an Geld in Discord mit Boosts und so. So, Tails wurde übrigens ein paar Mal jetzt schon wieder getroffen. Das ist so ein schöner Run. Das ist ab jetzt mein Highlight, noch vor Mega Meme. Ich glaubte kein Wort. Was? Der Bossfight war doch genauso wie bei dem Invincibles? Welches Invincibles?
Ich weiß jetzt gerade nicht, was du mit Invincibles meinst. Also, ich habe Lou versprochen, ich werde German-Schleiter und darf das Geld für mich für sich einsetzen. Okay. Das wüsste ich aber. Also wenn, dann machen wir 50-50, Lou. Ich will ja auch eine Vermittlungsgebühr haben. Sorry, aber nichts schlägt Sunshine All True Hando. So. Bitte erwähnen das nicht mehr. Ich meine, es war am Ende tatsächlich angenehmer, als ich dachte. Nachdem die erste halbe Stunde vorbei war, ging es dann eigentlich. Er lag halt auch da. Ja, nur für euch, die im Kombi wart. Ja, ich wollte gerade sagen, lag halt auch zu großen Teilen an Nickmi. Ich hoffe, er hört das jetzt nicht und kriegt Höhenflüge. Aber Nickmi hat da schon tolle Arbeit geleistet. Und der Chat hat ja auch gut mitgemacht. Also so ist es ja nicht. Aber ich glaube, wenn man es dann wirklich nur guckt, das ist noch langweiliger, als das zu kommentieren. Oh ja. Der Empfang ist gerade so schlecht. Du fährst gerade durch den Tunnel, oder was? Achso, Incredibles, Invincibles ist eine Serie auf Amazon Prime. Okay, habe ich nicht gesehen, dann kenne ich halt den Zusammenhang nicht. Ich kenne nur den Disney-Film Incredibles. Ach stimmt, ja, den gibt's ja auch. Den habe ich aber auch nie gesehen, lustigerweise. Ich habe den zweiten neulich erst geguckt. Ich habe mich weggepisst vor Lachen. Ah. Ich habe mir König der Löwen, dieses Remake angeguckt, vor gar nicht so langer Zeit. Ich fand den cool. So, wir hatten den im Kino gesehen, aber tatsächlich fand ich den gar nicht so geil. Okay. Ich meine, im Endeffekt ist es halt König der Löwen, nur mit einem anderen Look. Ich fand den gut. Über 200 um diese Zeit im Stream. Nice. Ach so, ja. 233 Zuschauer, ja, können wir stolz drauf sein. Also dafür, dass wir halt keine Startseite haben, das ist ja, also, falls die Leute sich wundern, warum wir bei den letzten Events jetzt außer ESA Winter, warum wir da so wenige Zuschauer haben im Vergleich zu sonst, das liegt halt einfach daran, dass Twitch irgendwas mit den Startseite-Regelungen gemacht hat und wir haben halt keine dauerhafte Startseite mehr. Ist an sich natürlich ein bisschen schade, weil dadurch gehen im Endeffekt ja auch, weiß ich, Werbeeinnahmen zum Beispiel verloren. Auf der anderen Seite, was die Chat-Interaktion angeht, da macht es tatsächlich gar keinen so großen Unterschied. Du wolltest was sagen? Ich sagen muss, dass wir sowieso einfach sehr, sehr gechillten Chat haben. Ja. So, sowohl mit als auch ohne Startseite. Also das ist wirklich was, worüber wir uns gar nicht beschweren können. Ja, und das versuchen wir auch gar nicht erst. Unser Chat ist halt wirklich echt lieb, was das betrifft. So klar, nee. hier und da mal so ein paar Trolle und ein paar Bots, aber ganz ehrlich, die ermahnt man einmal, Timeout ziehen und danach sind sie sowieso weg. So kein Troll gibt sich das und bleibt 10 Minuten nach dem Timeout hier. Eben. Ja, und ansonsten doch einiges an Sticheleien, aber halt immer so eine lustig gemeinten Sachen. Eben, die größten Trolle hier sind doch eh die Dörmensch-Mitglieder. da kann ich nicht mehr widersprechen. Ist normal. Was? Hast du was gegen Bots, Yugi? Nein, also zumindest, wenn mir die Bots andere OnlyFans-Kanäle empfehlen wollen, die nicht unserer sind. Weil es tut mir leid, es gibt nun mal nur einen einzig wahren OnlyFans-Kanal und das ist unserer. Du darfst nicht Kanal sagen, du musst immer sagen OnlyFans Link. OnlyFans Link? Ja, weil das ist ja kein Kanal. Nicht, dass sich dann einer beschwert, dass wir gelogen haben. Oh, jetzt habe ich den Gag verraten. Ja, schäm dich. Schaut mal, du hast es wieder alles kaputt gemacht. Ja, es tut mir leid. Warte mal einen Moment. Mir gar nicht leid, hör auf zu lügen. Das sieht aber gerade geil aus. Wir sind auf zwei Bossen balanciert die ganze Zeit. Das macht man tatsächlich so im Speedrun. Was nu? Ist er gerade pausiert oder ist irgendwas abgestürzt? Also ein T-Shirt zieht er sich gerade nicht an. Aber wir sind halt auf zwei Bossen gleichzeitig jongliert und sind da immer zwischen den beiden Bossen hin und her. Das sah gerade witzig aus. Generell alles sehr witzig aus. Ja, davon abgesehen, aber das sah halt besonders cool aus da gerade.
Für Deliver's Mars nachher habt ihr kein Kommis, zumindest Community Talk oder nur Mainstream. Ganz ehrlich, also ich würde gerne Community Talk machen, aber ich habe ja jetzt schon zwei Commentaries, insgesamt drei Commentaries spontan übernommen diese Nacht. Oh. Aha. Die haben tatsächlich noch Jacken besorgt. Oh Mann. Ich hab's gehabt. Oh ja, stimmt, time is over. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, aber ja, die haben auch den Timer gestoppt bei genau 50 Minuten. Ja, deswegen haben sie auch Pause gemacht, ja. Logisch. Ich warte doch darauf, dass der erste Schlafanzug da kommt, den sie noch auflegen. Oder getragene Unterwäsche oder. Ja, nee, das werden sie nicht machen. Hoffentlich. Lass den doch zu Wort kommen. Nee, das war es wert, dass ich unterbrochen werde. Draufpacken. Was? Warte darauf, dass die Argex Sonic-Kostüm da noch mit draufpacken. Das wär's, genau. Nun kam ein großes. Ja, war wenig, aber komplett normal. Ja, das ist irgendwie auch im Stream. Das haben wir schon festgestellt. Lass das Handtuch über den Kopf, ja? Oh, das könnte jetzt langsam ein bisschen ekelhaft werden mit so einem nassen Handtuch dann noch. Plop hat ein Herzchen hinten gemacht. Großes Plop und ich wurde ganz leise, klingt nach automatischer Lautstärkeanpassung. Wie gesagt, wir werden das mal nach dem Event in Augenschein nehmen. Wir werden mal gucken, woran das liegen könnte. Dann kriegen wir das hoffentlich gefixt. Fürs nächste Mal dann halt. Jo. Ich wollte gerade sagen, wenn wir unsere Einzelstreams machen, können wir auch mal drauf achten, aber die laufen ja auch über den Server mittlerweile. Da wird es dann wahrscheinlich genau dasselbe sein. Ach, und I'm Too Old hat es gestern auch einmal, okay. Ja, genau, und so hatte Lay das nämlich auch schon beschrieben. Ich selber krieg's ja nicht mit, das ist ja das Problem. Aber Lay hatte mir da einen Clip geschickt, wo das zu hören war. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt.